Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Carlo und das ist Jonas. Wir gehen beide in die dritte Sek. Heute sprechen wir über das Thema erneuerbare Energien, wie wir zum Thema Umweltschutz stehen und was eine Biogasanlage dazu beiträgt. Die Biogasanlage steht in Hildisrieden auf dem Hof von Jakob und Vreni Estermann. Dazu haben wir in einem Interview Jakob Estermann befragt. Wir haben uns für dieses Thema entschieden, weil es uns sehr interessiert, wie eine Biogasanlage funktioniert und wie sie mit dem Thema Umweltschutz in Verbindung gebracht wird. Wir wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung. Umweltschutz ist ein Thema, das uns alle betrifft. Der Umwelt zuliebe, fortschreitende Klimaerwärmungen, Littering, sollte man auf erneuerbare Energien umstellen. Auch der Bund gibt vor, den CO2-Ausstoß bis 2050 auf Null zu setzen. Das heißt, klimaneutral zu werden, zum Beispiel mit Windkraft, Wasserkraft, Solarenergien oder wie in unserem Podcast die Biogasanlage. Wir benutzen noch viel zu vieles, das der Umwelt schadet. Die Umwelt wird durch die Industrie, Flüge und Verkehr verschmutzt. Darum ist es wichtig, auf umweltschonende Energie umzustellen. Ein Umdenken hat stattgefunden, wie beim Auto oder bei den Heizungen. Die Biogasanlage trägt auch was dazu bei. Darum möchten wir Ihnen aufzeigen, was mit unserem Bioabfall Gutes passieren kann und wie dieser Strom umgewandelt werden kann. Aber aufgepasst! Obwohl aus Abfall Strom erzeugt werden kann, sollten wir trotzdem darauf achten, dass wir nicht zu viel Lebensmittel wegschmeißen. Food Waste. Kommen wir zum Interview mit dem Betreiber der Biogasanlage in Hildisrieden. Mit dabei ist Jakob Estermann, 57 Jahre alt, Bauer und Betreiber der Biogasanlage. Wann wurde die Biogasanlage gebaut, mit welchen Hintergründen? In Betrieb gegangen sind wir 2013. Die ganze Planung hat etwa 5 Jahre vorher schon angefangen. Auch mit dem Hintergedanken, dass wir energetischen Nutzen aus dem organischen Material herausholen, inklusive Gülle und Mist, die wir auf der Landwirtschaft viel haben. Das Ganze hat sich doch hergezogen und ein ganz entscheidender Punkt war Fukushima mit dem Atomreaktorunfall, den wir dort bei dem Wetter hatten. Das hat eigentlich noch den endgültigen Auslöser gehabt. Man kann nicht immer nur davon reden, über Sachen, die nicht gut sind, sondern wenn man etwas machen kann, dass man auch etwas macht. Wie funktioniert eine Biogasanlage? Also in unserer Biogasanlage, da tun wir Gülle, Mist, Rasen und die Abfallprodukte, die man aus der Nahrungsmittelindustrie, das ist alles Abfallprodukt. Ich muss vielleicht noch sagen, wir dürfen nur Material reintun, das wir nicht in den Menschen zu essen geben und in der Tierfütterung nicht eingehen. Also eigentlich nur Abfallprodukte dürfen wir in der Schweiz in die Biogasanlagen führen. Das ist der grosse Unterschied zum Ausland. Dort darf man Mais tun, Getreide, eigentlich alles zusammen. Also es kommt wie unter Luftabschluss kommt dann noch die aerobe Vergärung, wo die Bakterien die Stoffe wie essen und nachher ausscheiden, wie der Kuh, ein Pansen, nachher das Methan ausscheiden. Und nachher aus dem Methan gibt es ja nachher das Gas, das nachher der Motor betrieben wird. Das ist eigentlich das Funktionieren von einer Biogasanlage. Und was übrig bleibt, das ist nachher eigentlich Gülle, wo wir nachher wieder aufs Land raus tun, also eigentlich Dünger, den wir haben. Was passiert mit dem Abfall? Abfall gibt es hier eigentlich keinen. Was anfällt, ist Gülle. Bei uns ist es nur Düngülle, wo wir nachher wieder aufs Feld raus tun. Also zum Düngen der Pflanzen, die es für das Wachstum braucht. Und ein Teil davon, wir müssen schlussendlich eine ausgeglichene Nährstoffbilanz auswesen auf den Betrieben. Und wenn wir viel haben, wenn wir etwas zuführen, müssen wir die Nährstoffe nachher wieder fortführen. Bei uns kommen die über Agro-Schneider, Thunstätten, kommt das uns holen und dann wird das mit Lastwagen Richtung Aargau, Solothurn, Bern, Biel geführt. Von wo sind die Abfälle? Das, was wir aus der Landwirtschaft sind eigentlich nicht Abfälle. Die Abfälle sind auch von der Nutri-Suisse oder von der Florin, die wir haben. Gut, man kann auch sagen,
das Grüngut ist zu einem gewissen Dings auch Abfall, aber das organische Material versuche ich mir ja wieder entweder über Biogasanlage oder über Kompostierung, die wir noch haben, wieder in den Nährstoffkreislauf zurückzuführen. Wie viele Kilogramm sind das? Gülle und Mist sind es ca. 4'500 Tonnen. Und dann kommen etwa noch 300 bis 500 Tonnen Rasen plus ca. 120 Tonnen an hochwertigen energetischen Materialien. Was gibt es für Vor- und Nachteile? Ich würde sagen, vor allem Vorteile überwiegen. Wir haben den Kreislauf geschlossen von den organischen Materialien. Man tut CO2-neutral Energie produzieren. Das sind sicher die grossen Vorteile. Nachteile, die man hat natürlich gewissen Mehrverkehr mit den Transporten, die man hat vom Material, die zugeführt werden oder auch abgeführt werden, aber der hält sich in Rahmen. Plus, ja, gewisse Geruchsemissionen hat man manchmal. Plus, ja, der Motor läuft. Der macht natürlich auch gewisse Lärm, wobei, wenn man ihn gut platziert, gehört man eigentlich auf dem Betrieb nicht. Ist es rentabel? Es funktioniert mit dem KEF, also ist die kostendeckende Einspeisevergütung, die haben wir. Also haben wir auf 20 Jahre einen garantierten Preis. Sonst würde das nicht rendieren. Wie viel Strom produziert eine Biogasanlage? Circa für 120 bis 140 Haushaltungen. Also wir rechnen hier ein Einfamilienhaus mit 4 Personen. Das sind ca. Ca. 600'000 Kilowattstunden Strom, die hier produziert werden. Wobei tendenziell geht es eher zurück, weil Fettsäuren, also allgemein der Co-Substratwert, der geht tendenziell eher zurück und je länger sie mehr Anlagen, Wettetätigungsmaterial. Also tendenziell tun wir eher ein bisschen weniger produzieren als am Anfang. Wer profitiert vom Strom? Wohin fließt dieser? Wenn jemand vom Strom profitiert, dann ist es die Natur, sage ich, oder die Umwelt. Weil das ist CO2-neutral produzierter Strom. Also wir tun die Umwelt von dem her nicht belasten. Also wir tun nicht Gas oder Erdöl zum Boden ausnehmen und das verarbeiten. Also sicher auch ein Teil von CO2-Neutralität, die Zukunft hat. Persönliche Gedanken. Wir haben sehr viel über dieses Thema gelernt und konnten sogar einen Einblick in die Biogasanlage bekommen. Fast haben wir mehr über den aktiven Umweltschutz gelernt als in 3 Jahren Naturlehr. Dabei haben wir sehr vieles gelernt, wie zum Beispiel eine Biogasanlage funktioniert und wie sie aufgebaut ist. Die ganze Biogasanlage wird über einen Computer von Jakob Estermann gesteuert. Jeden Tag werfen die Betreiber Abfälle von Kühen oder Lebensmittelreste, die nicht mehr zum Verzehr geeignet sind, in die Biomassenbehälter. Von dem Biomassenbehälter wird die Biomasse jeden Tag ein wenig ausgetauscht. Die Bakterien in der Biogasanlage zersetzt die Biomasse und dabei wird Methan freigesetzt. Methan wird danach in den Motor geführt und treibt einen Vierzylinder-Motor an. Dieser Motor erzeugt mit Hilfe eines Generators danach Strom. Dieser Strom reicht für ca. 140 Haushalte mit durchschnittlich 4 Personen. Diskussion: Wir finden erneuerbare Energien eine wichtige, sehr gute Möglichkeit, ohne die Umwelt zu beschädigen, Strom zu produzieren in Form einer Biogasanlage. Wir hoffen, dass es einige mehr dieser Anlagen gibt, weil wir immer mehr Strom benötigen und die normale Variante die Umwelt sehr beschädigt. Atomkraftwerke oder Kohlenkraftwerke. Es ist doch eine gute Sache, wenn man aus Abfall Strom produzieren kann. Ich würde der Umwelt zuliebe auch noch mehr die Umwelt schonen, indem ich auf Benzin, Erdöl möglichst verzichte und den Strom von Solarzellen brauche. Wichtig ist,
dass sich jeder und jede darüber Gedanken macht, wie sie oder er die Umwelt schützen kann und versucht, dies umzusetzen. Jede Kleinigkeit kann dazu beitragen, die Umwelt zu schonen. Halt, vielleicht das Töffli mal im Keller stehen lassen und dafür die öffentlichen Verkehrsmittel oder das Velo benutzen. Oder den Abfall richtig entsorgen und nicht einfach liegen lassen oder in die nahe Wiese schmeißen. Auch das Trennen des Müllers ist keine aufwendige Sache. Und doch kann man daraus wieder neue Sachen produzieren. Denn wenn wir so weitermachen, wird es in einigen Jahren unseren Planeten nicht mehr geben. Darum tragen wir Sorge zu unserer Umwelt. Danksagung. Das Projekt Umweltschutz im Ohr ist ein Programm des mobilen Kulturvermittlungsangebots das Fahrende Tonstudio. Das Projekt wird durch Schule und Kultur im Kanton Luzern und die Albert-Köchlin-Stiftung mitfinanziert. Wir danken auch Jakob Estermann, der uns das Interview gab und uns die Biogasanlage gezeigt hat. Wir hoffen, dass Sie die Unterhaltung genossen haben und empfehlen Ihnen die Podcasts unseren Mitschülern und Mitschülerinnen anzuhören.